ZIP-Dateien lassen sich mit einem Kennwort ausstatten, um die Daten, die da drin sind, entsprechend zu schützen. Was aber tun, wenn ich das Kennwort vergessen habe? Das schauen wir uns an in diesem Video. Wir schauen uns in dem Video nämlich diese Software hier an, PassFab for ZIP. Das ist eine Software, die über Ausprobieren Passwörter ermitteln kann von ZIP-Dateien, falls man diese vergessen hat. Ihr seht schon, die Software, die kann man hier kostenlos testen und herunterladen. Ansonsten ist es eine kostenpflichtige Software. Schauen wir uns dann am Ende hin an, was das Ganze dann noch kostet. Laden wir es mal runter und installieren mal die Software. Software ist installiert. Ich habe sie jetzt hier auch gestartet. So sieht die Benutzeroberfläche aus. Ist sehr einfach gehalten, die Software. Man muss nicht viel einstellen, sondern man kann hier einfach ein paar Sachen konfigurieren und dann den Vorgang starten. Zuerst mal fügen wir die ZIP-Datei hinzu. Das ist diese hier, invest1.zip. Öffnen wir mal, dann wird die Datei eingelesen und ein paar Informationen hier angezeigt, wie zum Beispiel auch der Verschlüsselungsalgorithmus. Wir haben drei Möglichkeiten, das Kennwort zu ermitteln. Der erste ist das Wörterbuch Angriff, da wird einfach eine vordefinierte Liste abgearbeitet und die Passwörter probiert. Halt so Standardklassiker wie 1, 2, 3, 4, 5 oder was oftmals da zum Einsatz kommt. Das ist die schnellste Methode. Ich habe hier auch mal die Liste mal geöffnet. So sieht die dann aus. Das sind einfach die Sachen, die einfach mal so ausprobiert werden. Man sieht, da sind schon einige Einträge drin. Wir sind jetzt hier bei immerhin schon 6 Millionen. Also da ist durchaus einiges drin. Und das ist das Erste, was man einfach mal ausprobieren kann. Ich starte es jetzt einfach mal und ja, man sieht, da geht recht schnell, der hat jetzt wirklich diese Liste da durchgearbeitet und hat aber nichts gefunden. Also da ist jetzt unser Kennwort nicht drin. Dann haben wir die Möglichkeit, Brute Force Angriffe zu machen, wo einfach alles ausprobiert wird an Kennwörtern oder beziehungsweise Kombinationen aus Zeichen, Ziffern und Sonderzeichen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Hier erstmal der Brute Force Angriff, der alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Also wenn wir gar nicht wissen, was das Kennwort irgendwie sein könnte, dann wählt man diese Option. Wenn wir noch irgendwie vielleicht wissen und im Hinterkopf haben, das Kennwort könnte so und so lang gewesen sein, dass es einfach nur kleine Buchstaben hatte oder nur große Buchstaben, dass es nur Nummern hatte, dann können wir hier das Ganze hier noch konfigurieren, minimale Passwortlänge, maximale Passwortlänge, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben können wir hier aktivieren und deaktivieren. Und das geht dann halt deutlich schneller, weil er hier deutlich weniger Kombinationen ausprobieren muss. So, ich mache jetzt einfach mal abbrechen hier und sage jetzt hier einfach mal Brute Force Angriff. Da werden jetzt einfach alle Kombinationen ausprobiert. Und jetzt legt er hier auch los. Man sieht jetzt auch schon, wie viele Kennwörter er jetzt hier probiert hat. Man sieht, das geht relativ schnell, dass er da einfach ja hunderttausende Passwörter einfach mal ausprobiert. Hier sehen wir dann auch den Zwischenstand und er hat das jetzt ermittelt. In dem Fall ist das Kennwort hier Biber. Also das Kennwort ist Biber. Ich gebe das jetzt hier mal ein. Biber. Und dann entpacken wir die Dateien. Da sind sie jetzt auch schon. Hier sind jetzt meine PDFs dann drinnen. Ja, man sieht, es hängt so ein bisschen auch davon ab, wie lang das Kennwort dann am Ende ist. Je länger das Passwort, desto schwieriger bzw. länger dauert dann natürlich die Passwortermittlung. Was auch zeigt, dass man da, wenn man wirklich Dateien sicher da ablegen will, in ZIP ein möglichst langes, kompliziertes Kennwort auswählen muss. Ansonsten ist eben mit so einer Software der Zugriff relativ einfach möglich. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Bei einem ausreichend langen Passwort, dann dauert es halt entsprechend lange, bis das Kennwort ermittelt werden kann. Also wir haben gesehen, das Ganze funktioniert sehr, sehr einfach. Ob es dann am Ende klappt, hängt natürlich davon ab, wie lang das Kennwort ist. Wenn jetzt dann wirklich ein sehr, sehr langes Passwort mit Sonderzeichen etc. gewählt worden ist, dann, ja, dann dauert es halt entsprechend lange und dann ist das auch entsprechend sicher. Also, ich hatte schon gesagt, kann man sich hier kostenlos herunterladen, die Software. Und wenn einem die Software dann quasi, ja, also wenn man die Software dann quasi richtig nutzen will, dann muss man natürlich eine Lizenz kaufen. Man sieht jetzt hier verschiedene Preismodelle. Wir haben das Abo-Modell hier, eine Monatslizenz. Wenn ich bloß mal einmal die Software brauche, dann kann ich halt für einen Zehner mit das Ganze hier kaufen. Oder wenn ich es regelmäßig verwende, dann kaufe ich mir halt so eine lebenslange Lizenz für 40 Euro. Gut, das war es auch schon, was ich in dem Video zeigen wollte. So könnt ihr Kennwörter, die ihr vergessen habt von ZIP-Dateien, hoffentlich wieder ermitteln. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom IKI-Blog.